So viel Text. Ich bin die Zofe des Königs. Bringt hier nichts in Unordnung. Okay. Darf ich das umwerfen? Lupsch. Hoppla. Jetzt habe ich den Teppich schmutzig gemacht. Wie konnte mir Schussel das bloß passieren? Ja, mach nichts vor dem König, was ihr hinterher bedauert. Willkommen im Schloss von Alvalista. Dies ist das Gemach des Prinzen. Bitte tut nichts, was ihr später bereut. Die Prinzessin, sie ist wirklich wunderhübsch, wisst ihr? Fast die am Hafen, oder wie meint ihr? Ach, die Prinzessin. Die Prinzessin ist so hübsch. War hier nicht von einem Prinzen die Rede? Prinz! Und warum ist denn hier eine Prinzessin drinne? Mein Vater hat mir alles darüber erzählt. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber gebt trotzdem euer Bestes. Ah, da hat wohl jemand einen Fehler gemacht. Du bist aus der Vergangenheit eigentlich und man hat dich nur fälschlicherweise hier hingesetzt. Man hat vergessen, dich umzutauschen, oder wie? Willkommen im Schloss von Alvalista. Ja, bla bla. Pustekuchen. Da geht's wieder runter, aber erstmal. Möchtet ihr gerne etwas über Bücher erfahren? Ihr benötigt drei verschiedene Arten von Büchern. Es gibt Bücher der geheimen Techniken, mit deren Hilfe Schwerkämpfer eine neue Fähigkeit erwerben. Ich habe das Gefühl, das kennen wir schon. Ja, Magie, bla bla. Magie, bla bla. Beschwörer, bla bla. Magische Waffe. Das hast du doch auch schon in der Vergangenheit gesagt. Miso-Suppe gegessen? Nein, noch nicht. Ninja lieben sie. Manche essen auch gerne Ramen, ne? Ich selbst liebe gedämpfte Reiskuchen. Aber der Kuchen ist doch eine Lüge. Ich war in Midgard stationiert. Ich habe es irgendwie geschafft, da aus Angriff zu entgehen. Und wir haben es irgendwie geschafft, da auszubesiegen mit Ember. Mein Freund ist Abenteurer und hat mir etwas Interessantes erzählt. Der Pirat Alfred muss offenbar 20 Geheimverstecke besessen haben. Ich darf 20 Geheimverstecke suchen, die über die ganze Welt verstreut sind. 20! Sie alle zu finden ist bestimmt nicht gerade einfach, meint ihr nicht? Ja, ich meine 20? Moment, 20? Ja, letzten Endes finden wir nur einen Hund. Kleine Anspielung. Anbar vom jetzt Fluch. Wäre es nicht lustig, wenn es der König wäre? Das war ein Scherz. Was? Wir sprechen hier von Emils Mann der Träume. Emil? Es muss der Dienstherr sein. Es wird geschehen, das weiß ich einfach. Was wird geschehen? Wovon redet ihr? Miep. Oh, noch mehr Leute. Wie wäre es mit einer Tasse königlich angenehmten Tee? Anerkannten Tee. Und diese komischen Musikbahnen haben sich in alte Opis und Typ in grünen Haaren verwandelt. In Fritzkir soll es einen riesigen Tempel geben. Er scheint in der alten Zeit erbaut worden zu sein mit ganz vielen Augen. Was mir irgendwie... Ah, Hofsänger. Die Hymne unseres Schlosses soll eine frische Melodie, die zur neuen Zeit passt, haben. Und da habe ich dies hier komponiert. Die Hymne unseres Schlosses soll getragen und auch zart sein. Daher habe ich diese komponiert. Ja, schön für dich. Ah, Bürgermeister Leonis versucht sich jetzt auf Hofsänger. Das Forschungsteam unseres Königreichs, das wir nach Tor entsandt haben,
hat eine Vorrichtung entdeckt, die in der ganzen Stadt Trugbilder erscheinen lässt. Was für eine Niedertracht ist das? Ich weiß es nicht. In Feuern gibt es einen großen Vulkan. Ich war früher mal dort und habe gehört, er soll immer noch Lava spucken. Damals hat er keine Lava gespuckt, als wir Ifrit... Vielleicht hat er angefangen, Lava zu spucken, nachdem wir Ifrit geklaut haben aus dem Vulkan. Ups! Mein Großvater war ein Schwerkämpfer. Und als er starb, hinterließ er uns drei mysteriöse Worte. Er sagte, links, rechts, bestätigen... damit wohl gemeint? Was er damit wohl gemeint haben könnte? Muss ich jetzt irgendwie im Kampf links, dann rechts und dann auf A drücken oder B oder was auch immer? Ich heiße Emin und ich habe einen Traum. Oh, mein liebster Dienstherr. Nein! Ach, das ist offen. Abgeschlossen. Ich will einfach in den Kerker gehen. Ach, hallo Seemänner. Kommt mal hier zum Gitter, ich will mit euch reden. Na, lass mich raten, Piraten, ne? Verdammte Freibeuter. Verdammte Seeräuber. Verdammte Katzen. In diesem Gefängnis sind die restlichen Piraten... restiert. Wollt ihr wirklich mit ihnen sprechen? Dann darf ich bitten. Ja, sie wollen aber nicht mit mir reden. Alles unter Kontrolle. Bist du sicher? Are you sure? Ja, okay. Vulkan. Ist er nicht noch irgendwo runter? Wahrscheinlich nicht. Die Bibliothek. Ja. Habe ich doch gerade schon gesagt. Harrison, lauf doch nicht runter. Du warst doch gerade noch hier oben. Ich dachte, du bist jetzt eine neue Person. Ja, verbotene Zaubersprüche. Überarbeitete Ausgabe. Es scheint, dass ausschließlich jene Sprüche verboten waren, die Raum und Zeit manipulierten. Also Diego und Palkia. Das Volk von Thor. Thors Kultur und Technologie waren der unsrigen weit überlegen. Diese Zivilisation isolierte sich extrem vom Rest der Welt, indem sie sich von einem Meteoriten haben treffen lassen und so auf den Grund des Meeres gesunken sind. Das Volk bildete Fähigkeiten aus, die in unserer Zeit ihresgleichen suchen. Die alte Musik. Anders als in der heutigen Zeit war... bei den alten Zivilisationen Musik mit extrem schnellem Tempo beliebt. Dies wurde mit einem Instrument namens Schlagzeug, welches den Rhythmus hielt, und einem Saiteninstrument der elektrischen Gitarre, auf welche der Akkorde gezupft wurden, gespielt. Daneben kam ein Bass. Einem Kontrabass-ähnlichen Instrument und ein klavierartiges Gerät namens Keyboard zum Einsatz. Oh Gott, Musikunterricht oder wie? Tagebuch? Das sieht wie ein Tagebuch aus. Mal sehen, was da steht. TTMM, Sonic. Heute hatte ich die Gelegenheit, mit meinem Chef zu sprechen. Ach, er ist einfach traumhaft. Er ist groß. Und hat das Gesicht eines Engels. So schön, einfach atemberaubend. Ist das von Emil, das Tagebuch? Als ich ihm gegenüberstand, fing mein Herz an zu rasen und ich konnte nicht mehr klar denken. Es hat keinen Sinn, mit diesem Geschwaffel noch mehr Zeit zu verschwenden. Wie sie einfach das Tagebuch hier von Emil in die Bibliothek gesteckt haben. Für die Öffentlichkeit, alle zu lesen. Evil. Wie evil ist das denn? Das ist doch total böse.
Nach Speichervorgang kannst du nicht noch ein bisschen länger dauern. Mein Glas ist noch nicht voll. So, jetzt ist es voll. Ja, ich habe jetzt den Speichermoment ausgenutzt, um mir mein leeres Glas einzuschütten. So. Die Elfin hat gesagt, wir sollen hier hin. Hier zum Zeitreise-Dings. Aber mit wem soll ich denn sprechen? Ich habe doch schon mit allen hier gesprochen. Mit der Katze habe ich noch nicht gesprochen. Katze! Wahrscheinlich muss ich mit jemandem umreden. Ach, Kätzchen aus dem Weg. Mit dir, Opa. Bla bla bla. Bla bla bla. Anscheinend nicht. Items. Schwertkämpfer. Nonne. Göttliche Macht. Deswegen ist sie auch eine Nonne, ne? Sie ist Gott verschrieben. Verbotene Magie. Raum manipulieren. Verbotene Künste beschwören. Dämonium. Nicht das Buch, nein. Dann wohl nicht. Da gibt es noch ein anderes. Boah, sag ich mal. Oder wir sehen uns weiter auf der Welt um. Herr Borg? Was? Was bist du denn? Initiation! Volt! Aber das ist total lange dauern wird zum Casten. Mir doch egal. Miau, wow, Katze bin ich. Oder auch nicht. Jetzt kommt das mal die Disco-Kugel. Deswegen fliegt Volt auch immer hoch, ne? Disco-Kugeln sind an der Decke. Das war die falsche Richtung, Kress. Rechts und bestätigen. Das bringt sowieso dann keinen Sinn. Naja, macht nichts Besonderes. Warum sollte er auch was Besonderes machen? Egal, es kommt auf jeden Fall der Murmelmeister. Oh, wie nice. B-Lab. Was zur Hölle? Ich hoffe, du castest Indignation, Süße.